Umsatz gestern gemacht bei den europäischen Indizes, aber auch an der Wall Street. Wir sehen einen ziemlich heftigen Einbruch. Wir sehen etwa den S&P mit dem schlechtesten Tag seit Mai. Wir sehen den Nasdaq mit dem schlechtesten Handelstag seit März. Und auffallend ist, dass der sogenannte S&P Equal Weight, also der gleichgewichtete S&P 500, wo alle Aktien praktisch eine gleiche Gewichtung haben, deutlich besser abgeschnitten hat gestern als der normale S&P 500, wo eben die Tech-Werte so dominant sind, die großen Microsofts, Apples, Amazons, wie sie alle heißen, die haben den Markt mit nach unten gezogen, maßgeblich die Indizes mit nach unten gezogen, und das, was vorher so schön war für die Aktienmärkte, nämlich diese Schwergewichte, die dann alles mit nach oben ziehen, auch wenn die Mehrheit der Aktien fällt, das könnte sich jetzt umkehren. Aber liebe Käufer des Dips, liebe Apologeten des Mottos Stocks always go up, die Rettung naht, fürchtet euch nicht, denn die Retter nahen. Es werden heute Lagarde auftreten, Powell auftreten, und sie werden versuchen zu beruhigen und zu sagen, guckst du, die Inflation ist doch transitory. Und der Zweifel an diesem transitory gestern hat die Märkte nach unten geführt. Weniger das, was in amerikanischen Medien derzeit zu lesen ist. Schuldenobergrenze, Debt Limit, neues Budget etc. Also diese politische Wirrnis, die da derzeit der Fall ist, die wird als Hauptursache gesehen. Das sehe ich nicht so. Und es zeigt sich vor allem, welche Aktien fallen, die eben Deflationsassets sind, die in Deflationsphasen gut sind. Die sind gestern besonders stark gefallen. Das zeigt mir, dass Inflation das eigentliche Thema der Märkte ist. Mit diesem ganzen Teufelskreis, Inflation bedeutet höhere Kosten für die Firmen. Die würden auf die Marge drücken, dann müssen die Firmen die Preise anheben. Das wiederum fördert die Inflation, bringt die Inflation weiter nach oben. Was wiederum dann die Arbeitnehmer zwingt, höhere Löhne zu fördern. Dann muss die Notenbank eingreifen, um diese Spirale irgendwie wieder in den Griff zu kriegen, durch Entzug von Liquidität. Und das ist schlecht für die Aktienmärkte. Das ist die kurze Logik. Und wie gesagt, wir sehen hier den S&P 500 gestern über 2% gefallen. Also der normale, nicht der gleichgewichtete Equal Weight S&P 500. Das erste, das vierte Mal, dass das in diesem Jahr passiert. In 2020 hatten wir davon 16 Ereignisse, also viermal so viel. Jetzt haben wir zwar noch ein bisschen was vor uns, aber da müsste schon ziemlich viel passieren, dass wir das Jahr 2020, was solche Drawdowns von 2% noch betrifft, nochmal einholen. Wir sehen, wir haben versucht, aus diesem Trendkanal oder in den Trendkanal wieder reinzukommen, der gebrochen wurde mit dem großen Verfall und dem anschließenden Montag, als es ja auch ziemlich herb nach unten ging. Gestern übrigens wieder auch sehr großes Volumen. Und wir sehen dann unter dünnem Volumen diesen Versuch wieder reinzukommen. Man hat die 50-Tages-Linie durchschritten. Gestern, interessanterweise, haben wir beim S&P 500 wieder diese 100-Tages-Linie verteidigen können, die schon beim letzten Rücksetzer verteidigt werden konnte. Das gibt den Bullen ein bisschen Hoffnung. Da ist ein bisschen, naja, die Hoffnung da, dass es doch nicht so schlimm kommt. Wir haben jetzt nochmal Window Dressing. Morgen endet ja das Quartal. Da dürfte der eine oder andere nochmal zulangen wollen aufgrund der jetzt etwas günstigeren Kurse. Und wir sind ziemlich stark überverkauft, wie ich gleich zeigen werde. Dennoch würde ich sagen, die Ampeln bleiben auf gelb bis rot. Warum, werde ich Ihnen gleich zeigen. Jedenfalls ist dieser 100-Tages-Durchschnitt extrem wichtig. Sollte der gebrochen werden, dann könnten wir deutlich, deutlich fallen, auch unter die 4000-Marke beim S&P 500, nämlich auf die 200-Tages-Linie. Die Amerikaner, die lieben diese gleitenden Durchschnitte und halten sich daran. Schauen wir hier nochmal die Indizes an. Dow minus 1,6%, S&P minus 2,04%, Nasdaq mit dem schwächsten Tag seit März fast 3% im Minus. Und ja, der VIX deutlich gestiegen, also die Vola, die Small Caps deutlich besser. Wir sehen, dass Energie der einzige Sektor war, der positiv war. Real Estate, also diese defensiven Sektoren, Technology ganz unten. Also hier sehen wir, das ist schon etwas, was jetzt ein Belastungsfaktor werden kann, wenn die Renditen steigen, und das war der Fall, 10-jährige US-Staatsanleihenrendite auf 1,56% gestiegen. Dann wird Tech eben weniger gesucht sein, und das ist vor allem für meine allerbeste Freundin Cathie Wood ein richtiges Problem. Die
hier eben vor allem aus dem Tech-Bereich Werte kauft, die viel Zukunft versprechen, rhetorisch meistens heiße Luft produzieren, aber ganz tolle Zukunftsperspektiven haben, so wie Cathie Wood glaubt. Und das ist jetzt in letzter Zeit nicht mehr so gut gegangen. 30% sind wir jetzt beim ARK und das dem hoch. Und wir sehen hier mal die Top-Holdings, Tesla noch mit am besten mit 15% unter dem hoch. Und da sehen wir andere, die deutlich schwächer hier reinkommen. Zoom etwa minus 56%. Also da ist die gute Cathie derzeit unter Druck und braucht jetzt einen Rebound. Den kann sie aber heute vielleicht bekommen, denn wir sind überverkauft. Wie gesagt, hier sehen wir unten mal den Nasdaq Bullish Percentage Index, der Kaufsignale, Verkaufssignale signalisiert anhand von Point-and-Figure-Charts. Ein bisschen kompliziert jetzt zu erklären, lasse ich einfach mal. Auf jeden Fall sehen wir da unten, dass wir sehr, sehr stark überverkauft sind. Und normalerweise erfolgt auf solchen Niveaus dann ein Rückschnapper, also eine technische Erholung. Die deutet sich auf Future-Basis bereits an. Und das dürfte dann zunächst mal einen positiven Start bringen, jetzt in diesen Handelstag. Oben sehen wir, by the way, die 10-jährige US-Staatsanleihenrendite und das Verhältnis zwischen Kupfer und Gold, also zwischen Kupfer und Gold. Und von der Seite her wäre noch ziemliches Aufholpotenzial für die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Im kurzen Zeitfenster sehen wir allerdings hier auch, dass die Anleihen überverkauft sind. Dass also auch hier sozusagen jetzt das Potenzial besteht, dass wir dann mal einen Rücksetzer bei den Renditen wieder sehen. Das ist also mit der 10-jährigen US-Staatsanleihenrendite etwas nach unten geht. Vieles spricht also jetzt für so ein Erholungssetup, aber die Nachhaltigkeit dieses Setups, die ist in Zweifel zu ziehen. Warum sehen wir hier zum Beispiel der VIX, Vola, der ist ja aus dieser inversen Schulterkopf-Schulter-Formation nach oben ausgebrochen und scheint jetzt so eine bullische Flagge zu etablieren. Es geht nach oben, dann so dieses leichte Abdriften, wenn wir über diesen Abwärtstrendkanal, den wir nach diesem Anstieg jetzt gebildet haben, rauskommen. Dann haben wir nochmal Potenzial bis in den Bereich 28, 29, das Hoch, das wir zuletzt erreicht hatten. Und das wäre dann schon eine veritable Verunsicherung an den Märkten. Die Wall Street, wie gesagt, oder amerikanische Medien fokussieren sich sehr stark auf diese ganze Geschichte. Janet Yellen, Schuldenobergrenze, bla, blub, blub und bla. Und wir sehen hier Janet Yellen ja gestern gesagt, also am 18. Oktober täte uns jetzt einmal das Geld ausgehen. Ich meine, die Amerikaner, die drucken sich eh das Geld. Warum das Geld dann ausgehen soll, habe ich noch eh nicht verstanden. Jedenfalls hat die gesagt, katastrophale Folgen, wenn jetzt da das nicht gelänge, jetzt müssen die Demokraten das heute richten. Also das ist jetzt eine Geschichte, die heute respektive morgen stattfinden muss, denn am nächsten Tag, also am 30. muss das Budget stehen für das nächste Quartal, sonst ist da ein Riesenthema. Die Republikaner verweigern sich nach wie vor und jetzt wird das ein ziemlicher Showdown werden, denn da gibt es linke Demokraten, es gibt eher rechte Demokraten, die zusammenzubringen wird sehr, sehr schwierig. Also das ist so ein bisschen ein Zustand der Verunsicherung. Jamie Dimon von JP Morgan warnt jetzt und sagt, also das könnte potenziell katastrophale Folgen haben, was da passiert. Christopher Wallen sagt hier, diesmal ist es anders mit diesem Debt Limit. Es ist nicht nur ein Schattenspiel, es ist ein gefährliches Schattenspiel und die Dinge sind ein bisschen außer Kontrolle geraten. Das könnte also schon jetzt eine ziemlich heiße Kiste werden. Aber ist das der Grund des Abverkaufs? Ich glaube nicht, denn das haben die Märkte meistens relativ entspannt weggesteckt. Heute nahen die Retter. Da ist eine Veranstaltung der EZB virtuell, also online stattfindend. Da wird Andrew Bailey sprechen von der Bank of England. Es wird Kuroda sprechen, der Gelddrucker aus Japan. Und dann natürlich Madame Lagarde und Shiromi. Die werden also konzentriert auftreten und uns versichern, dass die Inflation kein Problem ist. Das mit den Lieferketten, das werden sie durch Gelddrucken lösen. Und überhaupt wird alles wieder gut. Und die Märkte werden es dankbar aufnehmen, so ist zu erwarten. Hier hat ein Analysehaus geschrieben, was ich extrem treffend finde. Ironischerweise heißt es da, anstatt dass uns die Fed vor der Inflation bewahrt, bewahrt uns die Inflation vor der Fed. Ich glaube, das bringt das genau auf den Punkt. Die Bank of America hat hier oben in diesem Chart mal gezeigt, dass
stagflationäre Phasen meistens auftreten, wenn die Energiepreise, praktisch die Ölpreise, mitten nach oben schießen. Damals war es vorwiegend nur Öl, jetzt haben wir ja diese Situation, Gas, Kohle, alles ja massiv gestiegen. Und das Problem ist auch, wie die Bank of America in Gestalt von Francisco Blanche sagte, das Problem ist, dass die Produzenten von solchen fossilen Brennstoffen immer weniger investieren in diese fossilen Brennstoffe, in die Förderung solcher Brennstoffe, weil es politisch nicht gewollt ist, weil eben es ja eine Wende hin zur grünen Energiegewinnung gibt. Das ist natürlich sehr sinnvoll, könnte aber dazu führen, dass wir in diesem Winter mit kalten Hintern da sitzen, wenn es ganz dumm läuft. Aber schauen wir mal. Jedenfalls sehen wir, dass die eigentliche und tiefere Ursache dieser Verunsicherung an den Märkten, möchte ich mal sagen, schlichtweg diese Stagflationsrisiken sind, die wir derzeit sehen. Wir sehen hier oben eine Grafik, etwa die Inputpreise für die Unternehmen, also die Kosten, die sie haben. Da geht es weiter nach oben, während die Neuaufträge nach unten gehen, schlichtweg, weil man eben weniger produzieren kann, als nachgefragt wird. Dadurch kann man eben auch nicht liefern. Das bremst die Wirtschaft ein. Deswegen dieser Begriff Stagflation, also stagnierende Wirtschaft und trotzdem Inflation. Das alles haben wir gestern etwa beim Richmond Fat Manufacturing Composite Index gesehen, der das erste Mal seit Mai 2020 wieder in den negativen Bereich gefallen ist. Und wir sehen es auch jetzt hier in Deutschland, die Importpreise etwa vorhin gemeldet, mit dem stärksten Anstieg seit 1981 mit knapp 17%, auch hier wieder über der Erwartung, zum Vormonat plus 1,4%. Also wir haben wieder jetzt die Situation, dass wir permanent höhere Inflationsdaten bekommen. Das dürfte sich fortsetzen. Jetzt auch heute frische vom IFO-Institut, Materialmangel der deutschen Industrie verschärft sich erneut. Herstellung von Kraftwagen sind davon zu 96,6% der Betroffenen, also praktisch Autoindustrie, Computerindustrie, alles was damit zu tun hat, Elektroteile und. Also es ist nicht besser geworden, dieser Materialmangel, sondern schlechter geworden. Und das alles hat natürlich dann Konsequenzen. Wenn weniger Angebot ist, dann müsste die Nachfrage eben stärker zurückgehen als das reduzierte Angebot, damit nicht inflationärer Druck entsteht. Und das ist genau das Thema, das derzeit der Fall ist. Wir haben jetzt in China, by the way, die Situation, dass die Führung wohl für die Industrie die Preise anheben will. Man spricht in chinesischen Medien von gefährlichen Coal Supply Demand Imbalances, also von gefährlichen Ungleichgewichten bei Kohle. Hier ist eben schlichtweg zu wenig Kohle da für die Chinesen, die ja bekanntlich ihre Kohlekraftwerke wieder raufgefahren haben und jetzt jeden Preis am Markt bezahlen, um an diese Kohle zu kommen. Daher sehen wir explodierende Kohlepreise und wir sehen hier jetzt eben auch praktisch kontrollierte Blackouts in Beijing und Shanghai, wo man also versucht, bestimmte Spitzen abzufangen, indem auch mal was abgeschaltet wird. In UK ist ja die Lage so, also in Großbritannien, da gibt es etwa 300.000 Elektrofahrzeuge, deutlich weniger als in Deutschland, aber da können Sie derzeit nur nachts Ihr Elektrofahrzeug laden. Also da bin ich gespannt, wenn dann die deutsche Autoindustrie praktisch nur noch ab 2030, die meisten Autobauer ja praktisch nur noch Elektrofahrzeuge herstellen, wenn wir da dann in eine solche Situation geraten, dann wunderbar, dann dürften wir vielleicht hoffen, dass wir noch das eine oder andere Auto mal aufgeladen kriegen, ansonsten aber dürfen wir zu Fuß laufen. Nochmal zurück zu China, wir sehen hier die South China Morning Post mit einem Artikel, hochspannend, der sagt, ja, das eigentliche Problem ist nicht Evergrande, und natürlich ist Evergrande nicht das eigentliche Problem, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Der Eisberg an sich ist der chinesische Immobilienmarkt, da ist sozusagen die Fallhöhe so extrem, aber hier dieser Artikel argumentiert, ja, es ist die eigentliche Gefahr jetzt diese Wende von Xi Jinping wieder hin zur Redistribution, also praktisch Einebnung von Unterschieden. Man nimmt den Reichen das Geld weg, man nimmt den Firmen das Geld weg und diese Re-Regulierung, also diese verschärften Regulierungsbestrebungen, die machen all das zunichte, was Deng Xiaoping mit der Öffnung der Wirtschaft, mit dem Versuch, China hier nach vorne zu bringen, wirtschaftlich nach vorne zu bringen, all das soll ein Stück weit rückabgewickelt werden und das ist die große Gefahr an der Geschichte. Jetzt sehen Sie hier mal Aktienmärkte. Was ist denn positiv? Was sind Negativfaktoren?
Hier sehen wir, Geldpolitik ist noch positiv, Realzinsen ist ein Positivfaktor für die Märkte, die Saisonalität ist positiv, weil wir jetzt ja praktisch ab Oktober meistens eine sehr günstige Situation haben, aber wir haben eben auch deutlich mehr Negativfaktoren. Ein Negativfaktor dürfte sein, dass die Gewinne der Unternehmen aufgrund der gestiegenen Kosten deutlich zurückgehen dürften. Und dann stellt sich eben die Bewertungsfrage und diese Grafik stammt aus einem Artikel meines Kollegen Hannes Zipfel, meine Damen und Herren, den ich in ans Herz legen möchte. Aktienmärkte mit Korrekturgefahr, nur noch 4 von 15 Faktoren positiv. Hier beleuchtet Hannes Zipfel mal das Pro und Contra für die Aktienmärkte und zeigt, dass derzeit die Risiken doch überwiegen, auch wenn es natürlich Chancen gibt. So wie heute vielleicht. Die Frage ist nur, wie viel Potenzial auf der Oberseite haben wir jetzt noch, wenn wir eine technische Erholung sehen, aus diesem überverkauften Zustand. Da ist dennoch die Kuh noch lange nicht vom Eis, meine Damen und Herren. Das unter anderem entnehmen Sie diesen Artikel, den ich wieder unter das Video packe. Schauen Sie sich das an. Etwa 3, 4, 5 Minuten Lesezeit, wenn Sie noch die Möglichkeit haben, heute Morgen. Dann lohnt sich das. Also schauen wir mal, wie es ausgeht. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Start in diesen Mittwoch. Ich sage Servus und Ciao.